So. Wir betreten die Elendsruinen. Hier leben die Gumon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein! Diese Gumon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor, wurden diese Ruinen zu ihrem Grab. Aber das Wichtigste ist, ich kann wieder langsam gehen. Mein Controller funktioniert wieder. Und damit willkommen zurück bei Besagan. Ich bin Sammy und spiele heute Ori and the Blind Forest weiter und befinde mich jetzt in den Gumon-Ruinen. Ach, das sind die Gumon, diese Monster-AG-Typen. Aha, ich dachte schon die ganze Zeit, wer sind die Gumon? Was sind das für Typen? Oh, oh, scheiße. Aua, hey. Oh, das ist aber heiß, du. Hoppla. Hoppla. Ja, heute sind wir also relativ story-driven unterwegs. Das heißt, ich kann nicht auf Abwägen irgendwo lang gehen. Was stand da? Ach so, zum Rausgehen. Es gibt im Moment halt nur dieser Weg. Ich stehe jetzt da nicht drauf, das ist bestimmt heiß. Die Gumon waren erfrierische Handwerker. Die Gumon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums darin aufzubewahren. Ja, cool. Okay, ich muss jetzt hier das trotzdem mal... Ja, au, ja, das ist heiß. Gut. Wollte ich nur mal ausprobiert haben. Oh, hoppla. Ja, jetzt geht's aber los, du. Ach so, ich drücke den falschen Knopf. Ja, ist jedes Mal, wenn ich mal wieder ein bisschen nicht mehr gespielt habe, dann ist wieder falscher Knopf. Das kann man sowieso schneiden, das müssen wir nicht nochmal sehen. Ja, ist gut. Balabalabala. So, jetzt. Hi. Draußen sind es heute 28 Grad. Wir befinden uns hier in den angenehm kühlen Elendsruinen. Und jetzt haben wir dieses Licht, das wir mitnehmen müssen. Okay. Benutze das Lichtgefäß, um die Gumon-Strukturen zu aktivieren und zu überqueren, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Okay, jetzt gehen wir die Wand hoch. Okay. Wow, Steuerung ist immer noch links und rechts. Wow. Okay, alles klar. Jap. Hui. Ja, Moment. Moment. Bevor ich jetzt hier weitergehe, mir ist da nicht entgangen, dass am Anfang gleich auch so eine krumme Wand war. Das heißt, wir können da jetzt auch hoch und finden ein Secret. Nur ist das irgendwie jetzt gerade... Okay, Moment. Hup. Jawohl. LOL. LOL. Das hat ja cool ausgesehen. Also wenn ich das ablege... Ne, jetzt ist es normal. Okay. Hui. Ja, wir sind sehr story-driven unterwegs heute. Schon mal zuerst eine Minute in die andere Richtung gegangen, um ein Secret einzusammeln. Beziehungsweise ein Secret zu finden. Und, oh, okay, ja. Die Steuerung ist immer noch verkehrt. Ach so, jetzt kann ich hier auch. Hup. Hui. Lol. Oh. Eis. Das Licht fliegt ja cool rum. Hup. Das ist ja voll geil. Hui. Ja, aber dann muss ich das gar nicht rumtragen. Die meiste Zeit. Das ist ja praktisch. Und wenn ich stehen bleibe, dann kommt es runter. Geil. Sieht geil aus und spielt sich geil. Oh, hoppla. Irgendwie habe ich den besten Moment verpasst. Oh, ich... Toll, ich war ja noch am Leben.
Kann ich hier jetzt abspeichern? Ich kann an der Decke abspeichern. Das kommt sehr gut, wenn ich sterbe. Das merke ich jetzt schon. Hoppla. Hoppla, Shoshi. So, nochmal. Diesmal mit Skill. Weil inzwischen... Och du... Ja, ich weiß nicht, was da mein Problem war vorhin. Okay, die Steuerung ist jetzt seitenverkehrt. Das ist ein bisschen... bitchy. Es braucht jetzt die Hälfte meines Gehirns. Nur damit ich jetzt hier nicht auf die verkehrte Seite drücke. Au. So. Moment, kurz abspeichern. Sollten wir nicht vergessen. Ja, was geht denn mit dir, ha? Ah, ich kann wieder ganz genau zielen. Das ist eine Wonne. Oh! Ich hab gar nicht... Ich hab gar nicht auf die Spinne gezielt. Ja, komm, machen wir die gleich so fertig. Hui! Bam! So. Nee, Controller tut wieder, wie er soll. Oh, scheiße. Yep, das war... Nein, das war dumm. So. Ja, die Frage ist jetzt nur, ob da oben was wäre. Hm. Au! Scheiße, Stacheln. Moment. Ach so, ja. Komm, Kugel. Ich sehe schon. Die Plattformen werden langsam kleiner. Das Spiel erhöht den Schwierigkeitsgrad. Uff! Was? Ja, da oben ist was. Ja. Oh. Meine Energie hat keine Freude daran gehabt. Aber ganz ehrlich, so. Speicherpunkt erstellen und wir bekommen Energie. Also, jetzt diesmal mit ein bisschen Concentration. Nur ein bisschen. Reicht schon. Nur ein bisschen. So. Jo. Jo, mit ein bisschen Concentration geht das schon viel besser. Jetzt haben wir da auch so ein Teil. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Geh ich erstmal runter. Hui. So. Tschick. Kann ich jetzt davon abspringen? Oh nein, das... Oh, das sind sowieso nicht diese Art von Schüsse. Okay. Komm, tu nochmal. Ah, den kann man nicht, okay. So. Aber kein Problem. Ich will runter. Ich finde, das ist jetzt wirklich mal wieder perfekt gemacht. Dank der Kugel können wir hier auf die heißen Plattformen, weil die werden dadurch gekühlt. Und können an den Wänden entlang laufen und so weiter. Aber, Alter! Aber sobald wir die Kugel nicht mehr benötigen, können wir sie einfach loslassen, weil sie fliegt mit uns mit. Das ist ganz geil. So, jetzt mal ganz kurz die Frage... Ach so, Moment. Oh. Lasst mich doch! So, und... Nein, das war eine... Oh, wieso speichere ich denn da oben nicht? Kacke! So, Speicherpunkt. Jesus Christ. Ha! Weiß noch mal.
So. Seelenverbindung bereit, Spiel gespeichert. Gut. Super Timing. So. Okay, das ist... Ach so, das ist Gras, ne? Ja, okay. Ja, aber gut, dann... Weißt du was? Könnt ihr mich mal... Hui! So. Oh, oh, oh! Lol. Ich lebe. Ich lebe noch. Okay. Abspeichern. So. Aber ich finde die Farben so geil. Ah, so eine schöne Kombination halt. Ah, jetzt kann ich da rumlaufen. Ja, geil. Jetzt hüpfe ich hier. Hui. Ja, geil. Ja, geil. Hui. Oh, oh. Yo. Das war vielleicht nicht so optimal, aber... Lass los, Ori! Lass die... Okay, man kann die Kugel während dem Hüpfen nicht loslassen. Hui. So, hier, Kartensteinfragment habe ich. Habe ich, das ist X. So, da müssen wir hin, okay. Sieht jetzt auf den ersten Moment ein bisschen einschüchternd aus, aber so weit ist das gar nicht. Jetzt nehme ich an, dass es hier hinten nicht einfach so weitergeht. Da brauchen wir ja, da brauchen wir zuerst die Schlüssel. Hallo Spinne, hast du hier oben ein Secret für uns? Oh, da oben ist doch was, da oben ist doch was. Ich sehe doch das, ich sehe doch, dass das da oben was ist. Nee, töte mich, komm. Töte mich. Ich habe nicht abgespeichert. Ja, gut. Leckt mich doch alle. So. Ja. So, weiter geht's. Moment, ich könnte noch den... Ja gut, ich brauche den blauen Kristall ja eigentlich gar nicht. Oh, oh, fuck, oh, fuck, ich bin... Ja, das hat es jetzt gebracht, ja. Nein, das war falsch. Okay, was tue ich denn? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ja. Aber trotzdem, come on. Guck mal, ich kann den ja fast mitnehmen. So. Ich meine, wo ist hier das Problem? Also wirklich. Also wirklich, wo ist hier das fucking Problem? Ich weiß jetzt auch nicht, was da drüben ist, aber ja. Oh nein, ich loslassen! Hui! Da ist heiß! Ich hab da losgelassen. Hier ist ein Brunnen. Okay, das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Ne? Wenn man keinen Brunnen braucht, dann kommt einer. Ich habe das ja schon in einem anderen Part gesagt. Und wenn man einen braucht, dann kommt keiner. Immer dasselbe. Jetzt brauche ich jetzt nicht. Keine Ahnung, wieso da jetzt ein Brunnen ist. Wenn ich später hierher zurückkomme, um die Elendsruinen auf 100% abzuschließen, dann... Energiebündel. Ich kriege wieder Errungenschaften heute. Es ist schon die zweite Errungenschaft, die ich bekommen habe. Hier. Ja, geh mal weg da. Ich muss was sehen. Oh! Hoppala. Au. Ja, nee, ist klar, ne? Hui. Au. Kotzfrosch. Stirb! What? 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 Hallo? Lass mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt hier gegen diesen Frosch nicht klarkomme. Hier, das kannst du haben. Bam. So. Alter. Wirklich. Wirklich. Daneben, daneben, daneben. Auch daneben, alles daneben. Gleich nochmal abspeichern. So.
habe ich gar nicht gesehen. Da war ein Totteil. Okay. Ja, easy hier. So. Die Frage ist jetzt, ob irgendwo... Ich sehe da sowas wie eine Höhle. Nein, Frosch! Nein. Stirb. Da drüben was ist? Nein, da drüben ist nichts. Oh, tschüss. Oh, okay. Alles klar. Hui. Geil. Oh! Wow! Dude, was ist das denn? Das sieht heiß aus. Das macht bestimmt Aua. Muss ich... Moment, ich will kurz was ausprobieren. So, ich weiß, jetzt komme ich zwar nirgends mehr hin. Jetzt bin ich da gefangen. aber das muss ja halt ausprobiert sein. Ja, gut. Was mal los? Oh, Moment, ich kann hier stehen. Kann ich die Kugel hier? Ja, kann ich. Nein. Nein. Nope. So, hier. Einen nicht sicheren Bereich. Dieser, fuck you, dieser Bereich ist sicher. Ich will hier abspeichern. Junge. Okay, Moment. Hui. Oh, wow, wow, wow. So. Das sieht jetzt... Oh! Ich dachte, das sei ein Boden. Na gut. So, das vierte und letzte Teil haben wir. Check. Jetzt können wir da durch die Tür durch. Jetzt kann ich abspeichern. Sehr gut. Okay. Moment, da wird es wieder heiß. Ja. Hoho, so. Jetzt nach hinten. Hui. Hui. Okay. Ja. Achtung, Strahl. Hui. Moment, wie komme ich denn jetzt da rüber? Aus dieser Richtung gar nicht. Oh, was tut es denn? Ja, easy. Oh, vielleicht hätte ich ohne Kugel... Ohlala, passapapum. Moment mal. Ach so. Wir können auch einfach so rüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da kann man auch einfach so rüber. Ja. Yep. Ne, was ich kurz tun wollte, ich wollte hier mal... die Wände gleich absuchen. So, okay, ist nix. Gut. Hätte mir das auch geklärt. Nein, das wollte ich tun. So, Spinne, leck mich. Leck mich, leck mich, leck mich. X. Ich gehe mit meiner Kugel spazieren und meine Kugel mit mir. Hopp. Hat es gerade gesagt? Oh no, oh fucking no. Irgendwie sowas. Okay. Okay. Muss ich hier... Die Kugel... Ja, muss ich.
Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es recht ironisch, weil, okay, die Gumon sind hier wegen der Kälte gestorben. Aber unser Feind ist die Hitze. Also uns würde es irgendwie besser gehen, wenn es noch kälter wäre. Jetzt kann man hier drauf. Okay, gut. Ah. Ich frage mich, ob Gumo von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Ja, also da kann ich ja nichts für, also. Ori klammert sich an den Kristall. Ori! Oh, kein Scheiß. Ja, da müsste man schon fliegen können, um da rauszufinden, ob da oben was ist. Oh! Lol! Okay, alles. Alles gut. Alles gut, ich fühle mich hier geborgen. Da unten wird's. Aber da unten muss ich ja nicht hin, ne? Ich kann ja hier direkt hier drauf. Oh shit, duck dich! Oder so, oder. Oh, ach du. Okay, 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 Moment. Oh lol. Okay. Muss ich da vielleicht zu dem. Also hier kann ich nicht lang. Vielleicht muss ich da unten hin. Oder drüben. Moment. Ganz vorsichtig, Schritt für Schritt. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Okay. Ja, Moment. Moment. Kann man eigentlich auf dieser Plattform hier auch überleben? Ja, kann man. Okay. Oh, das war falsch. Ui! Oh, lala! Okay, Moment, schießt er da unten rein? Ja. Ja, tut er. Okay. Moment. Moment, ich will hier eine Stampfattacke machen. Duck dich, Ori. So. Tada! Katsching! Ja, wie ein Pro komme ich hier durch. Nicht einmal erwischt. Nicht einmal erwischt. Aber jetzt ist die Frage. Was ist da oben? Was ist da? Ja, da drüben. Ich gehe zuerst nach da drüben. Ui. Kein Scheiß hier. Ist gefährlich. Katsching! Das ist auch shit. Hui! Ui. Wo gehen wir hier lang? Sie. Und eine Lebenszelle. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Ja, geil. Hat sich doch gelohnt. Und Elendsruinen 100%. Das ist doch jetzt mal ein Erfolgserlebnis. Von ungeahntem Ausmaß. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück?
Geronimo! Yo! Ich bin gut heute. Gleich nach den ganzen Fails vom Anfang. Oh shit, was tue ich hier? Wow. Aber jetzt gerade im Moment läuft's. So langsam habe ich mich wieder an die Steuerung gewöhnt, die ja eigentlich ziemlich intuitiv ist. Wenn man mal weiß, welchen Knopf man für geschätzt die Hälfte aller Aktionen drücken muss. Oh, was ist denn das? Auf instabilem Boden kannst du keine Seelenverbindung erzeugen. Ori, wir müssen mal reden. An unsicheren Orten kannst du keine Seelenverbindung erzeugen. Auf unstabilen Böden nicht. Wo kannst du... Oh, hallo sein. Bist du sein? Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Moment, dieses Ding, das immer zu uns spricht, ist sein, oder? Ich hab gedacht, es sind zwei verschiedene Lebewesen. Das Element des Windes liegt vor uns. Okay, genau. Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Ja, verstanden. Hey, da kommt doch unser Freund, oder? Diese Ruinen sind alles, was von den Gummeln übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gummo hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er der Letzte seiner Art. Oh, sein spricht so cool. Das klingt so schön, wie er das sagt. Ori, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nebel und die Erinnerung an die Gummeln müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Okay. Okay. War's das? Ist es wieder hergestellt? Bewegt von ihren Worten, beschloss er zu handeln. What the fuck, dude? What the fuck, dude? Okay. Okay. Oh, yep, au. Au. Was? Au, Moment. Langsam. Da hätte ich durchgemusst, oder? Oh, lala. What? Was geht? Au. Ach so. Au! Ah, vielleicht. Ja. Junge, kannst du mal hier. Au, shit. Ich bin zu dumm. Ja. Das. Gerade so übelst dramatisch und Musik und alles. Ich kann einfach loslassen. Ja. Ich kann auch einfach. So, ja. Man ist super agil in allen Lagen in diesem Spiel. Ich bin nur zu blöd dafür. Au! Hör mal auf, mich zu treffen, Junge! Was bist du denn für ein Scharfschütze? Okay, Moment, mach ich anders. Ich bin einfach zu blöd. So, ich geh jetzt hier hin und dann... Piu! Ja, und schon ist offen, ja. Oh! Junge. Was hat er getan? Unser Freund. Au. Nee, nicht noch einmal. Ja. Jo. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nichts dagegen, diese Stelle noch 10-mal zu spielen, weil es halt voll Action gerade. So, aus nächster Nähe. Ja, wir sind ein Scharfschütze!
Ori? Renn! Weiter geht's. Oha. Jetzt? Wo geht's lang? Oh, oh. Geht nach unten. Okay. Okay. Au! Da ist alles voll Stacheln. Das habe ich gar nicht gesehen. Kann ich jetzt hier? Nein, kann ich nicht. Auf! Da kommt noch mehr Zeugs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie stelle ich mich heute an? Alles ist geil, die Musik ist geil, die Grafik ist geil. Das ist cool. Ich habe kein Problem damit, diese Stelle den ganzen Tag lang zu spielen. Ah, das war das. Ah! Was? Dann. Au! Okay, das habe ich nicht richtig gesehen. Oh! Ist da unten noch was? Ist... Oh! Nein, nein, nein! Au! 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 Ja! Nein! Nein! Batch! Batch! Oh, oh! Ja, wir haben's. Wir haben's geschafft. Kuros Nest? Oh, oh! Das ist die Heide. Oh, ich häng schon wieder. Moment. Ich häng an der Wolkendecke. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh, hi. Kann ich hier speichern? Nein. Wir genehmigen uns erstmal einen frischen Trink hier bei diesem Spul hier so. Lecker! Frisches Sprudelwasser. Ich glaube, es ist Wind oder so. Oder ist es Wasser und Wind oder was ist es? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was es ist. Einfach mal trinken. Ist bestimmt gut. Ist bestimmt gut. Okay. Ja, jetzt aber haben wir ein Problem. Denn jetzt sind wir im Nest der Eule. Unseres Erzfeindes. Ja, und was wir da im Nest der Eule vorfinden werden, das... sehen wir das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst so lange ein Like da, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns. Ciao!